Ba-ba-da. Wo geht's lang? Wo muss ich hin? Sie sind schon mal richtig bei der Bücherzeit, also fast. Geht gleich los. Ich bin nämlich auf dem Weg zur Alpha-Buchhandlung nach Gießen. Bin gleich da und Sie dürfen sich schon mal freuen auf eine schöne neue Folge Bücherzeit. Heute haben wir nämlich eine Chefredakteurin zu Gast, einer sehr großen und etablierten Frauenzeitschrift. Außerdem sprechen wir mit einem Musiker, einer Legende kann man sagen, der gerade die christliche Musikerwelt sehr geprägt hat. Der gibt ein Konzert in der Alpha-Buchhandlung in Gießen. Und außerdem gibt es Inspirierendes zum Thema Aufbruchwagen aus der christlichen Literatur. Das alles gleich in, ich sag mal so, 2 Kurven ungefähr. Dann bin ich da und dann sehen wir uns gleich. Bis dahin. Mitten in der Innenstadt liegt sie da, wo sie hingehört, die Alpha-Buchhandlung in Gießen. Verbindet Tradition und Aktualität. Und damit herzlich willkommen zur Bücherzeit. Heute geht's um Aufbrüche, um neues Wagen. Sie lernen Menschen kennen, die einfach mal ins kalte Wasser gesprungen sind. Und sie lernen christliche Literatur kennen, die vielleicht inspiriert zum Aufbrechen. Und das Ganze in der Alpha-Buchhandlung in Gießen. Hereinspaziert. Im Jahr 1908 hat Friedrich Hermann, ein Prediger in Gießen, eine Buchhandlung gegründet. Das war sozusagen die Geburtsstunde von der Alpha-Buchhandlung. Mittlerweile ist die Alpha-Buchhandlung GmbH die größte christliche Buchhandelskette in Deutschland. Vom brandenburgischen Woltersdorf bis hin zum süddeutschen Lörrach gibt's Alpha-Buchhandlungen. Und eine sehr zentrale Rolle hat diese Buchhandlung in Gießen inne. Zu Recht, wie ich finde. Mit Kaffeebetrieb und vielen kulturellen Veranstaltungen bietet die Buchhandlung den Kunden eine ganze Menge, zum Beispiel heute. Und hier in der Alpha-Buchhandlung in Gießen gibt es noch viel mehr als nur Bücher, in Anführungszeichen. Hier finden ja Konzerte statt, Veranstaltungen, Lesungen. Heute Abend zum Beispiel mit ihm hier, Siegfried Fietz. Kann man schon das Wort Legende gebrauchen für ihn? Ein sehr, sehr bekannter Liedermacher, hat die christliche Popularmusikszene sehr geprägt. Der veranstaltet hier eine Vernissage. Oder hier wird eine Vernissage veranstaltet und ein Konzert zum Thema Aufbruchwagen. Und mit Siegfried Fietz werden wir auch noch reden nachher. Aber jetzt freue ich mich auf eine bemerkenswerte Frau, die wir jetzt gemeinsam kennenlernen. Die wartet schon im Café der Alpha-Buchhandlung in Gießen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Elni Swiodek-Martin ist seit 2014 Redaktionsleiterin der christlichen Frauenzeitschrift Lydia. Die Autorin und Journalistin ist verheiratet, Mutter von 6 Kindern und damit ist ihr meine Bewunderung schon mal sicher. Hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit hast. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Es ist toll hier. Ja, finde ich auch. Nette Atmosphäre. Ja, schönes Café. Ja, absolut. Kannst du im Café entspannen oder wo entspannst du am besten? Och, ich kann schon auch im Café entspannen, am liebsten, wenn da nette Freunde dabei sind. Heute musst du mit mir vorlieb nehmen. Das ist doch nett. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn ich mich entspannen will, gerade so auch den Kopf freikriegen, dann gehe ich raus in den Wald, in die Natur. Und die Bewegung und die Natur, das hilft dann einfach völlig abzuschalten, völlig zu entspannen. Du bist Redaktionsleiterin von der Zeitschrift Lydia, einer großen christlichen Frauenzeitschrift. Du hast einen Aufbruch gewagt in dem Sinn. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein in die Phase, wo dieses Angebot auf dem Tisch lag, bis zu deiner Entscheidung, die ja pro Lydia ausgefallen ist. Gab es da Zweifel oder wie war das? Ja, klar. Es gab viele Zweifel und es war für mich am Anfang auch etwas so Großes, so eine Riesenaufgabe. Elisabeth Mittelstädt hatte ja diese Zeitung gegründet, hat sie über 20 Jahre begleitet, betreut und ja auch bekannt gemacht. Ne? Und dann sollte ich das übernehmen und ich dachte, nee, die Schuhe, die sind mir zu groß. Und ich durfte ja auch nicht groß sitzt das publizieren oder irgendwie kommunizieren. Und ich habe dann einen Arbeitskollegen gehabt, der auch ein Freund ist. Und der hat dann gesagt, Ellen, keine Sorge, du musst nicht in diesen Schuhen laufen. Und du musst auch nicht in ihrer Spur laufen. Du hinterlässt mit deiner Persönlichkeit und deiner Lebenserfahrung deine eigene Spur. Du läufst in deinen eigenen Schuhen, deine eigene Spur. Und dann kamen nach und nach auch andere Dinge dazu. Ich wollte ja nicht Vollzeit arbeiten, wegen meiner Familie. Und ich wohne auch nicht da, wo der Verlag ist, sodass es mit dem Homeoffice möglich sein musste. Und da hat der Verlag dann auch Schritte auf mich zugemacht
Und so sind wir gut zusammengekommen. Das war dann ja auch eine Bestätigung so ein bisschen. Dann, das war eine Bestätigung. Ja. Und ich sag mal so, ich habe natürlich sehr viel gebetet für diese Entscheidung. Und es war dann für mich auch so dieses Gefühl, okay, das ist jetzt meine Berufung. Ich passe für diese Stelle sehr gut, aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Der Dinge, die ich auch schon so durch habe, ist das doch, was Gott für mich vorgesehen hat. Er will, dass ich das jetzt mache. Und das war dann der ganz letzte Punkt, da bin ich dann mit ruhigem Gefühl nach Asla gegangen. Du hast eben schon deine Familie kurz erwähnt. Mhm. Das Redaktionsteam zu Hause ist größer als das Redaktionsteam der Lydia. Ne? Also ja. Du bist Mutter von 6 Kindern, sind ja schon ein bisschen älter teilweise. Ja. Aber trotzdem bleibt es ja irgendwie ein bisschen auch ein Spagat, oder? Also was ist so dein Geheimnis? Familie, Beruf, ist ein aktuelles und immer wieder Thema. Ja. Man muss sehr viele Kompromisse eingehen, man muss verzichten auch, wenn man beides will. Es geht nicht anders. Ne? Mein Mann und ich arbeiten beide nicht Vollzeit, damit es überhaupt funktioniert. Und man muss mal auch sagen, meine Kinder sind schon größer. Ne? 5 sind schon erwachsen und die kleine Nachzüglerin, die ist jetzt in der 2. Klasse. Man muss so einen Alltag zwischen Familie und Beruf jonglieren. Man braucht ein soziales Netzwerk, was auch mal einspringt in Krisen. Und manches geht auch nicht. Ne? Also ich habe weniger Zeit für Freunde oder für Hobbys als meine Freunde zum Teil. Aber das ist natürlich auch, glaube ich, ermutigend, wenn du das so sagst, so als Redaktionsleiterin, Powerfrau, hier Kompromisse. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ja. Man kann nicht alles haben. Man kann die Lebenszeit nur einmal verwenden. Ja, von daher immer wieder Kompromisse. Kompromisse brauchen wir jetzt hier im Café zumindest nicht machen. Ich habe eine Kuchentheke gesehen. Da würde ich dich gerne auf ein Stück Kuchen einladen. Was darf ich dir mitbringen? Gibt es was mit Erdbeeren? Ich habe Erdbeerkuchen gesehen, glaube ich. Das setze mich dafür ein. Ja, genau. Toll. Und dann reden wir weiter über die Lydia. Können wir machen. Bis gleich. Die Alpha-Buchhandlung in Gießen ist vor einiger Zeit umgezogen in die Katharinengasse 11. Mehr Platz bedeutet mehr Platz zum Stöbern, aber auch Platz für ein wunderbares Café. Und das schätze ich ja sehr an Buchhandlungen, wenn ein Café mit im Laden ist, wo man sich wunderbar zurückziehen kann und ein Buch lesen kann in Ruhe. Und, was natürlich noch das Sahnehäubchen ist, dieses wunderbare Kuchenangebot. Ich habe ja noch so ein altes Schätzchen hier ausgegraben. Eine Lydia von 1992. Ja, ja. Das ist noch nicht die älteste. Ja, das stimmt, das ist noch nicht die älteste. Aber man merkt schon, dass da einen Wechsel stattgefunden hat oder eine Weiterentwicklung. Wobei ich sagen muss, inhaltlich, ich habe mir die durchgelesen, wurden damals auch schon heiße Eisen angefasst. Also hier gibt es einen Artikel über Homosexualität, über Alkohol. Und was ich das Tolle finde an der Lydia, das geht nicht schon damals nicht und heute auch nicht, wenn man sie liest, nach dem Motto, so, wir sagen euch jetzt mal, wie es ist und wie es richtig sein kann. So diese theologische Keule vermisse ich überhaupt nicht und ist zum Glück nicht da. Was ist so ein bisschen für euch oder auch für dich jetzt als Redaktionsleiterin das Markenzeichen für eine Frauenzeitschrift Lydia? Also das Markenzeichen der Lydia sind die authentischen Geschichten. Wir denken uns nichts aus, wir konstruieren auch nichts, wie es vielleicht sein sollte oder wie wir denken, dass es sein sollte, sondern es sind wirklich Frauen, die zu Wort kommen, die diverse Situationen durchlebt haben und dann eben auch erzählen, wie sie damit umgegangen sind, woran sie gescheitert sind, wie sie aus dem Ganzen wieder rausgefunden haben. Also es ist absolut authentisch. Mhm. Uns geht es darum, Frauen wirklich zu ermutigen, dass sie ihr Leben im christlichen Glauben leben. Und das ist ja, das sagt sich leicht, aber in Einzelfällen im Alltag ist es gar nicht so einfach. Und dieses sie ermutigen und begleiten in ihrem Alltag als christliches Magazin und sie auch ermutigen, wirklich in diesem Glauben das Ganze anzugehen. Das ist unser Ding. Und unser Ziel ist es nicht, jemanden zu verurteilen oder jetzt zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir zeigen, wie fühlt sich das an in so einer Situation, wie sind die damit umgegangen, die Frauen, und was haben sie auch gelernt. Gibt es auch Rückmeldungen von Männern? Ja, wir kriegen immer mal Leserbriefe auch von den Männern, die uns dann schreiben, dass sie mitlesen. Manche sind so ganz verschämt und letztens schrieb uns einer, ja, er wäre jetzt bestimmt der erste Mann, der Lydia abonnieren möchte und ob er das denn dürfte als Mann. Ganz süß, ein älterer Herr, der Lydia in einem Armenhaus gefunden hat im Osten von Deutschland und dort einen Artikel drin gelesen hat, der ihm geholfen hat und jetzt wollte er sie abonnieren. Ne? Dürfen Männer auch, oder? Männer dürfen auch, ja, genau. Sie dürfen mitlesen und sie dürfen
Sie selber abonnieren und Sie dürfen auch mal schreiben. Also gelegentlich haben wir schon auch Artikel von Männern drin. Kommt halt aufs Thema an. Ne? Ja. 30 Jahre Lydia. Wir blicken kurz in die Zukunft. Frau Redaktionsleiterin, was ist dein Wunsch, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder was für Wünsche gibt es noch für die Lydia, für die Zukunft? Für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Lydia weiter die treuen Leser behält, aber auch neue gewinnt. Und ich denke, Lydia ist so wertvoll. Ich wünsche mir wirklich, dass noch ganz viele Frauen sie entdecken. Ich wünsche mir auch, dass wir es schaffen, über den Glauben immer wieder ganz normal und lebensnah auch zu berichten. Ich weiß zum Beispiel, viele Frauen schreiben uns, oh, wisst ihr, ich habe mich nie getraut, mit der Nachbarin über den Glauben zu reden. Aber jetzt haben wir die Situation und jetzt habe ich ihr einfach eine Lydia gegeben. Und danke, dass ihr Lydia so macht, dass ich die weitergeben kann. Und solche Sachen sind für mich auch ein Ansporn, zu sagen, okay, wie können wir noch besser über Glauben sprechen, dass es auch Frauen verstehen, die nicht aus evangelischen Kirchen, aus evangelischen Freikirchen oder katholischen Kirchen kommen, die einfach nicht diesen Background haben. Ne? Ja. Ja, ich wünsche euch und dir alles Gute dafür und danke dir ganz herzlich, dass du uns einen kleinen Einblick von dir persönlich, aber auch über die Lydia gegeben hast. Sind wir schon fertig? Ja, jetzt möchte ich dir auch wenigstens Zeit geben, dass du den Kuchen auch ein bisschen genießen kannst. Dann können wir noch ein bisschen Kuchen essen. Super. Das ist ja auch immer eine wichtige reden. Sache. Ganz genau. Ja. Dankeschön. Sieht toll aus. Ja, ich finde auch. Großartig. Ja. Guten Appetit. Danke. Ich bin frisch gestärkt vom Kuchen. Jetzt in der Kinderabteilung von der Alpha-Buchhandlung in Gießen mit einer ganz, ganz wichtigen Botschaft. Frau Vio-Mütter, wenn Sie das hier sehen, danke für dieses wunderbare Kinderbuch. Der Notfall namens Jesus heißt es und ich bin mir sicher, es wird polarisieren. Nicht bei der Zielgruppe, bei den Kindern. Zwischen 4 und 7 Jahren liegt die Zielgruppe. Die gehen da gut mit um, aber bei den Erwachsenen, da bin ich mir nicht so sicher. Der Notfall namens Jesus, da geht es um ein kleines Mädchen, das heißt Polly. Und Polly wechselt den Kindergarten. Sie möchte gerne bei ihrem Freund Theo im Kindergarten sein. Freunde machen das so. Und dieser Kindergarten ist aber ein bisschen komisch. Der heißt Arche und da hängen so komische Bilder an der Wand. Da werden doch immer so komische Sprüche vorm Essen aufgesagt. Da wird gebetet. Das ist ein christlicher Kindergarten. Aber das Krasseste für die Polly ist ein Mann, ein blasser, dünner, blutender Mann, der an der Wand hängt. Jesus am Kreuz. Das kann Polly überhaupt nicht verstehen. Das trifft sie wirklich. Und sie nimmt diesen Mann, weil sie das Elend nicht sehen kann, heimlich mit nach Hause. Und verarztet ihn gemeinsam mit ihrem Freund Theo sogar. Verbinden die Wunden. Sie geben ihm sogar ein Zäpfchen. Und dieser Diebstahl oder der verschwundene Jesus wird natürlich auch im Kindergarten bemerkt. Da lese ich mal eine ganz kurze Sequenz vor. In der Arche gibt es am Morgen nur ein Thema, der verschwundene Jesus. Frau Pötz hat ja auch bei den anderen Kindern angerufen. Jetzt klingelt sie mit dem Glöckchen. Kinder, ein Brief wurde bei uns abgegeben. Hört zu, ich lese mal vor. Hallo, liebe Archis, macht euch keine Sorgen. Mir geht's schon viel besser. Bald bin ich wieder da. Liebe Grüße, euer Jesus. Und so geht's dann weiter. Dieses Buch, der Notfall namens Jesus, wagt es, sich ja, aus einer ganz neuen Perspektive mit Jesus kindgerecht auseinanderzusetzen. Sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Das habe ich an meiner eigenen Tochter gemerkt. Die hat sich das Buch geschnappt und mir ganz, ganz viel gezeigt, wie sonst selten. Und hat gesagt, hier, guck mal, Papa, die geben dem sogar Pizza und bauen dem sogar ein Bett. Großartig. Und dann kamen die Nachfragen, du Papa, warum ist das eigentlich so? Und man ist direkt im Thema. Ein sehr, sehr gelungenes Buch, mit dem, wie ich finde, die Autorin auch Neuland betreten hat. Und ich hoffe, dass dieser Mut belohnt wird und dass das in ganz, ganz vielen Kinderherzen diese Art der Auseinandersetzung bewegt wird. Vio Mütter, der Notfall namens Jesus, ist eine absolute Bücherzeit-Empfehlung und ist im Luther Verlag erschienen. Liebe und Dogma schließen sich aus. Sie sind einander fremd. Die Religiösen werden immer sagen, das Gesetz ist zu befolgen, weil es uns dazu anhält, die Liebe zu würdigen. Die Wahrheit ist aber, die Liebe allein befähigt uns, ihre Gesetze zu halten. Nur in ihr sind Gesetze, die uns zu nichts drängen, zu nichts zwingen. Ein Zitat oder eine Passage aus dem Roman Herr Sturm und die Farbe des Windes von Jens Böttcher. Und bevor ich über das Buch ein bisschen rede, muss ich den Typ ein bisschen näher vorstellen, den Autor. Denn es ist ein echter Typ. Jens Böttcher ist
Musiker, Schriftsteller, Autor von Comedy-Formaten für Sat.1 oder WDR und ist ein großartiger Liedermacher, jongliert mit der Sprache. Und das kommt auch raus, hier in seinem Roman. In dem Buch geht es um Richard Sturm, einem relativ erfolglosen TV-Texter, der für eine Soap Texte schreibt und deshalb auch auf die Zeitungsannonce eines gewissen Herrn Bischoff antwortet. Der sucht wiederum einen Autor, der Gespräche führt mit 12 Menschen, die über ihre Religion, über ihren Glauben reden. Und mit ihnen kommt er ins Gespräch über ein zentrales Thema. Das zentrale Thema ist die Liebe, was alle verbindet oder auch nicht verbindet. Und mit der Zeit wird es für Richard Sturm mehr als nur ein Auftrag, also mehr als nur Geld verdienen, denn durch diese Gespräche mit den Menschen setzt er sich sehr mit sich selbst auseinander, mit seiner eigenen Geschichte oder mit Liebesgeschichten. Und beim Lesen ging es mir so, dass Richard Sturm Daniel Schneider wurde mitunter. Und Daniel Schneider, Richard Sturm. Nicht immer, aber in vielen Situationen finde ich mich selber wieder. Und ich wünsche das vielen Lesern, denn es ist ein wunderbar geschriebenes Buch, auch durchaus humorvoll. Man merkt, dass es ein Sprachakrobat ist und sehr, sehr lyrisch. Aber man kann dranbleiben und es ist nicht irgendwie abgehoben oder fern jeglicher Realität. Dafür sorgt schon immer der Richard Sturm oder seine Gesprächspartner. Eine poetische Hymne auf das Heilige, das uns alle verbinden könnte, schreibt Christina Brudereck über dieses Buch. Dem kann ich nichts hinzufügen, das sehe ich auch so und empfehle Ihnen das Buch Herr Sturm und die Farbe des Windes von Jens Böttcher, erschienen im SCM Verlag. Die Bibel ist ja ein Buch voller Helden oder voller Antihelden auch, also Menschen eigentlich wie Sie und ich. Und ich bin fasziniert von den Menschen der Bibel. Besonders muss ich sagen, von den Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Da sind so faszinierende Menschen darunter, ganz, ganz viele verschiedene. Zum Beispiel Propheten, besonders der Prophet Elia, der hat es mir sehr angetan. Und die bekannte holländische Autorin Noor van Haften hat ein Buch geschrieben, Elia von Gott bewegt. Und dieses Buch wurde jetzt als Hörbuch veröffentlicht. Und dieses Hörbuch behandelt nicht nur die Geschichte von Elia, also die biblische Geschichte an sich, sondern die Journalistin Noor van Haften interpretiert auch und ja, legt aus. Und das Ganze mit ihrer Stimme, das werden die Fans lieben. Manchmal hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle, als ich es gehört habe, dann doch einen professionellen Sprecher gewünscht. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Hören Sie rein. Und ich denke, wenn Sie sich damit identifizieren können und die Geschichte von Elia auf Autofahrten oder vielleicht auch zum Einschlafen oder Wachbleiben auf sich wirken lassen, da werden auch Sie gestärkt und einen Aufbruch wagen, daraus hervorgehen. Elia, von Gott bewegt, von Noor van Haften, erschienen im Franke Verlag. Es ist wirklich schön hier in der Alpha Buchhandlung in Gießen im Cafébereich. Man kann es sich hier richtig gut gehen lassen. Und ich sitze jetzt hier mit der Buchhändlerin Christine Gutte, hier beschäftigt in der Alpha Buchhandlung in Gießen, verantwortlich beschäftigt. Und von daher hast du wenig Zeit, hier zu sitzen und Kaffee zu trinken, ja, oder? Ja, das ist sehr, sehr schade. Ich bin viel im Büro, mache verantwortliche Aufgaben, plane Veranstaltungen. Von daher leider nicht. Was liebst du an deinem Beruf? Die Bücher. Ja. Ist es wirklich so. Also ich bin Buchhändlerin geworden, weil ich Bücher liebe und sie mein ganzes Leben lang eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich finde, mit Büchern kann man wunderbar reisen. Also nicht nur in geografische Länder, sondern auch eigene neue Horizonte entdecken. Und das finde ich total wichtig. Deswegen bin ich Buchhändler. Die Buchhandlung ist mitten in der Innenstadt. Warum lohnt es sich für die Gießener oder auch die Nicht-Gießener, in die Alpha-Buchhandlung nach Gießen zu kommen? Wir haben hier die größte christliche Buchauswahl in Gießen und Umgebung. Wir haben hier ganz viele Veranstaltungen. Wir hatten Anfang des Jahres einen syrischen Gebetsabend hier. Das war ein Abend für alle Sinne mit Musik, mit Gebet, mit landestypischen Essen. Heute eröffnen wir eine Kunstausstellung bei uns mit dem Künstler Siegfried Fietz. Was ist denn dein persönliches Highlight hier? Also mein persönliches Highlight in unserer Buchhandlung ist unser Café zwischen Himmel und Erde. Es ist wunderschön geworden. Hier können sich unsere Kunden bequem machen. Sie können in Büchern schmökern. Sie können einfach nur da sein oder ein Stück Kuchen essen, Kaffee trinken, sich begegnen, Freunde treffen. Das ist wirklich richtig toll geworden. Großartig.
Das ist zum Ende der Bücherzeit, meine Damen und Herren, ein richtig großes Highlight. Siegfried Fietz, ich habe dich eben schon angekündigt, so ein bisschen als lebende Legende. Du bist ja gerade 70 geworden, darf man sagen, hoffe ich. Aber du hast so, ja, die ganze Szene sehr, sehr geprägt. Von daher freue ich mich doppelt, dass wir heute ein bisschen sprechen können. Okay. Schön, dass du da bist. Du machst ein Konzert hier heute Abend. Es ist eine Vernissage mit ganz vielen Konzerten auf dem Buckel. Wenn du dich vorbereitest und Soundcheck machst, ist es immer noch was Besonderes vor so einem Konzert, die Zeit? Hast du irgendwie noch so ein gewisses Kribbeln? Also, ich bin ja schon viele Jahre unterwegs, das ist wahr. Aber ich habe auch den Eindruck, Musik machen, das hält jung. Ja, und als Musiker haben wir dich jetzt schon gehört, sozusagen. Mhm. Du bist bildender Künstler, hast auch einen Skulpturenpark bei dir zu Hause. Mhm. Wer kann das schon behaupten? Erzähl mal ein bisschen was zu der Kunst oder der Vernissage heute Abend. Was ist so das Thema, was ist so die Essenz von dem, was man hier in der Buchhandlung auch sehen kann? Heute beginnt hier in dieser schönen neuen Buchhandlung eine Vernissage zum Thema Aufbruch wagen. Mhm. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit Bildhauerei und Malerei. Und das ist für mich so eine Fortführung meines Liederschreibens. Also die Buchhandlung ist ja neu gestaltet, deswegen passt das ganz hervorragend. Und es erkennen alle, die Zeiten wandeln sich durchs Netz. Zum Beispiel laden sich heute sehr viele die Sachen runter. Von daher muss eine CD, die hier zum Beispiel im Laden steht, besonders attraktiv daherkommen. Die Leute müssen sehen, oh, das ist ja ein Cover, da ist ja sogar noch eine Bildsammlung drin. Die kriegen sie so übers Netz nicht. Also die Haptik spielt da eine Rolle. Und die Haptik spielt auch bei meinen Kunstwerken eine Rolle. Und viele sind interessiert an deiner Musik, auch heute Abend. Ja. Und du spielst jetzt exklusiv für die Bücherzeit einen Song, sozusagen als krönenden Abschluss der Sendung. Aha. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie noch dran, denn jetzt kommt noch ein Highlight. Wir sehen uns in der nächsten Bücherzeit. Und jetzt gibt's ein Lied von Siegfried Fietz, was thematisch auch passt. Einen neuen Aufbruch wagen. Herzlichen vielen Dank. Dank. Einen neuen Aufbruch wagen. Gottes Spuren wiederfinden, Hoffnung in die Zukunft tragen, Menschen heut mit Gott verbinden. Lasst uns aufstehen und beginnen unseren Weg in Raum und Zeit. Offen sei mit allen Sinnen für mehr Liebe weit und breit. Gemeinsam uns erkunden, was der Glaube wirklich bringt. Diese Welt kann dann gesunden, wenn Zusammenhalt gelingt. Einen neuen Aufbruch wagen, Gottes Spuren wiederfinden, Hoffnung in die Zukunft tragen. Menschen heut mit Gott verbinden. Es tut gut, Gott zu entdecken, denn aus ihm kommt große Kraft. Gottes Geist kann uns erwecken, weil er frischen Schwung verschafft. Einen neuen Aufbruch.